Subodh Gupta, der bekannteste indische Künstler momentan und auch eine, sag jetzt mal, ein Beispiel für die Globalisierung der Kunstszene überhaupt, ne? Wie Ai Weiwei im Übrigen auch. Ne? Subodh Gupta hat für den Tessiner Platz eine monumentale Skulptur entwickelt in Form eines Wasserkessels, 5,5 Meter hoch. Ist ähnlich wie vorhin schon auch Valentin Caron mit der Fragestellung des Trinkwassers befasst und der Zivilisation, also welche zivilisatorische Leistung eben dahinter steckt, sauberes Wasser in die Städte zu bringen. Aber natürlich vor einem ganz anderen Hintergrund. In Indien ist so ein Wasserkesselchen oftmals für viele Menschen der einzige Zugang zu einigermaßen sauberem Wasser, dass sie sich eben an einer zentralen Stelle aus einem Wasserwagen wie auch immer holen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Symbol für die globalisierte Wirtschaft, weil dieses Gefäß bzw. seine Form ist natürlich eine europäische, die so nach Indien gekommen ist. Der Wasserkessel ist eine europäische Erfindung. Mhm. Alles klar.